Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog. Ja, heute ist der Tag der Tage. Ich habe es ja schon in einem anderen Vlog erwähnt. Ich gehe heute zum Friseur und gebe Unmengen Geld aus. Ich bin sehr gespannt, wie es am Ende aussieht. Also einmal ein Vorher von meinen Haaren. Ist nichts Spektakuläres. Möchte euch ein bisschen mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich die Kamera anmachen kann beim Friseur. Mal sehen. Ich nehme sie mal mit. Und ja. Ich freue mich sehr drauf. Und später kommt ja der Daniel. Also wenn ich das Video hochgeladen habe, ist es alles schon vorbei. Aber später ist unser Late-Night-Stream Oster-Special. Wir werden Eier färben und wir werden Window-Color malen. Weil das Window-Color-Thema war ein großes Thema bei uns im Livestream, im Late-Night-Stream. Und deswegen malen wir das jetzt zusammen. Live. Ich zeige euch dann später mal die Ergebnisse, was wir da alles so gezaubert haben. Ja, ansonsten gibt es nichts weiter zu erzählen und ich mache mich jetzt auf zum Friseur. Also, ich bin jetzt beim Friseur, wie man sehen kann. Und als erstes werden meine Haare komplett getönt in diesem dunklen Braun, damit meine Haarfarbe so gleich ist. Und dann wird sie heller gemacht. Und ihr seht die Produkte da von Olaplex. Die werden auch in die Haarfarbe reingemacht. Dann werden die Haare beim Färben nicht so strapaziert. So, meine Haare wurden jetzt schon geschnitten mit der heißen Schere. Das soll die Haare versiegeln und verhindern, dass das Bliss weiter nach oben wächst oder so. Und ja, jetzt habe ich meine ganze Kokosballadenfolie, weil die jetzt blondiert worden sind oder noch werden. Genau. Und dann kommt ein Mix den beiden Farben noch mal auf meinen Kopf. Mal gucken. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, die Kamera in die Hand zu nehmen, weil Daniel dann auch schon auf mich gewartet hat hier zu Hause. Aber dafür zeige ich euch die Haare jetzt. Ja, ihr seht, die Enden sind natürlich noch gelockt. Also oben ist es ein Ticken dunkler geworden und die Enden sind jetzt so hellbraun. Genau, das verläuft sich dann so. Finde ich echt schön. Ja, wie gesagt, war ja kein Schnapper, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Ansonsten waren wir fleißig mit Daniel und ich zeige euch mal das, was wir gemacht haben. Also die Eier gefärbt und Window Color gemalt. Ja, das sind unsere bunten Eier. Die sind wirklich schön geworden. Wir haben auch ein paar Disney-Eier. Jetzt muss ich mal hier die bunten von unten rauskramen. So, wir haben einmal hier... Wir sind jetzt nicht so begabt gewesen. Also wir haben jetzt einmal hier Mickey Mouse, dann hat Daniel hier das Obenhaus gemalt, den Pixar-Ball. Baymax war ganz schwer. Das ist einfach ein weißes Ei. Und hier ist Mike von die Monster AG. Genau, die haben wir so bemalt, die anderen haben wir einfach eingefärbt. Und ja, hat wirklich Spaß gemacht. Und das Window-Color-Bild, das ist mein Donald, schaut mal. Ist wirklich sehr, sehr schön geworden und es hat Spaß gemacht. Also ich muss sagen, Window Color haben wir neu für uns entdeckt. Der Daniel hat die Grinsekatze gemalt, natürlich mitgenommen. Und ja, also es hat wirklich Spaß gemacht und ich überlege mir jetzt, das mal öfter zu machen. So ein Window Color Bild, das werde ich auch irgendwo noch aufhängen hier, den Donald. Vielleicht eins fürs Auto noch machen oder so. Ja, echt witzig geworden. Ja, heute ist ja Ostersonntag, also frohe Ostern nachträglich, weil das Video kommt nach Ostern auf jeden Fall online. Ja, ich fahre jetzt zu meinen Eltern, dann verbringen wir den Tag zusammen, essen was Schönes und ja, morgen bin ich mit meiner Freundin zum Brunchen. Da werde ich euch aber morgen früh noch mitnehmen in der Küche und zwar werde ich das Fristig-Dummbrot backen für unser Brunch. Und das zeige ich euch super easy, super lecker und das wollte ich euch eh nochmal zeigen. Ja. Also sehen wir uns dann morgen in meiner Küche wieder. Es geht los. Ich backe jetzt das Fristig-Dummbrot. Ich mixe mir den Teig im Thermomix, weil es sehr, sehr einfach ist. Ihr könnt das natürlich auch mit einer anderen Rührmaschine machen. Zuerst werde ich 520 Gramm Wasser, sieht man da schon, erhitzen mit einem halben Würfel Hefe. Sollte lauwarm sein. Also ich kann es jetzt hier einstellen auf 37 Grad und dann geht es weiter. Das Gute an diesem Brot ist, ihr braucht eigentlich wirklich nicht viele Zutaten. Was ihr jetzt nur noch braucht,
plus die Hefe sind diese vier Mehlsorten und das war's. Noch ein bisschen Salz und Zucker, aber das hat man ja immer zu Hause. Ihr braucht Dinkelmehl Typ 630, ich schreibe euch unten auch nochmal alles in die Infobox. Roggenmehl 1150, Weizenmehl 1050 und Weizenmehl Typ 550. Und ja, das kommt jetzt alles hier in den Thermomix. Ihr seht, die Hefe hat sich jetzt aufgelöst bei 37 Grad. Und ja, jetzt kommt das Mehl rein mit Salz und Zucker und dann wird das verknetet und dann ist der Teig fertig. Das Praktische natürlich an dem Thermomix ist, dass man die Waage auch direkt integriert hat. Aber wie gesagt, ihr könnt das auch mit jedem anderen Gerät, Knetmaschine machen. So, von dem 550er Mehl kommen jetzt 400 Gramm hier rein. Vom Typ 630 von Dinkelmehl kommen 100 Gramm rein. Roggenmehl Typ 1150, 200 Gramm und 50 Gramm vom dunklen Weizenmehl 1050. Dann kommen noch 3 gestrichene Teelöffel Salz hinzu und ein gestrichener Teelöffel Zucker. Und das war's auch schon. Und dann müssen wir den Teig durchkneten, wenn mein Zuckerstreuer jetzt funktionieren würde. Dann müssen wir den Teig einfach durchkneten und dann geht's weiter. Also da muss er ziehen, aber das zeige ich euch dann gleich. Hört sich das an, wenn der Thermomix knetet? Mal für 3 Minuten 30 eingestellt. Mal gucken. So, ich habe meinen Teig jetzt aus dem Thermomix geholt. Denkt dran, eure Hände immer zu bemehlen, sonst klebt der extrem. Ich habe auch die Schüssel vorher bemehlt. Und ja, so sieht er aus. Nimmt bitte eine große Schüssel, weil der geht jetzt extrem auf. Eine Stunde muss er gehen und als Tipp, ich mache ihm ein Handtuch drüber und stelle ihn einfach in den Backofen, nur mit Licht. Das Licht gibt schon genug Wärme ab und im Backofen ist es auch relativ warm. Und da geht er schön auf. Ja, und jetzt dann sehen wir uns in einer Stunde wieder. Ja, jetzt kommt der Moment, da momentan ist der Teig aufgegangen. Boah, sieht das schön aus. Ja, genau. Jetzt müssen wir den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche packen. Und circa 10-mal falten. Genau, der Teig muss gefaltet werden. Das habe ich jetzt bisher einmal gemacht. Ich zeige es euch, wie ich es mache. Es gibt unterschiedliche Falttechniken. Ja, aber erstmal hole ich den Teig aus der Schüssel. Dafür habe ich jetzt hier so einen Teigschaber und muss jetzt noch die ganze Platte hier bemehlen. Zuerst kneten wir den Teig mal so ein bisschen auseinander. Vergesst nicht, die Hände zu bemehlen. So ein Teig klebt ganz schnell. So. Und als erstes falten wir ihn ein als Brief. So wie man einen Brief falten würde. Also von oben nach unten. Und von rechts nach links. Zwischendurch immer mal ein bisschen Mehl drauf, damit es nicht klebt. So, und jetzt machen wir nämlich eine andere Technik, weil dieses Falten, wie ich es gerade gemacht habe, wird irgendwann sehr anstrengend. Das habe ich bei einem anderen YouTube-Video gesehen, diese Technik jetzt. Und zwar einfach immer die rechte Seite, rechte Ecke in die linke Ecke drücken. So, und dann immer ein bisschen drehen. Und das macht ihr jetzt so oft es geht, mindestens 10-mal.
das ist ja hier die offene Seite. Die drücken wir hier so ein bisschen zu. Und dann drehen wir die, das ist dann die Seite mit der Spannung. Die formen wir jetzt so ein bisschen zu einem, so wie ihr das haben wollt, wo ihr das reinpackt. Ich mache es so ein bisschen ovaler, weil mein Römertopf auch ein bisschen oval ist. So. Römertopf, hat mir extra fürs Brotbacken einen Römertopf gekauft. Das ist so ein Tontopf. Und den lege ich mit Backpapier aus. Und da lege ich jetzt das Laib rein. Sieht dann so aus. So, jetzt besprühen wir das Laib mit Wasser. Ganz, ganz viel Wasser drauf. Und machen nochmal eine Ladung Mehl drauf. Ich hole jetzt mal ein Sieb, damit es ein bisschen feiner wird obendrauf und nicht so klumpig. Und jetzt schneiden wir nochmal in das Laib rein. Und dann kommt es mit Deckel. Der Römertopf hat ja einen Deckel. Bei 50 Minuten in den nicht vorgeheizten Backofen. Ich glaube bei 240 Grad. Moment. Genau, also in den kalten Backofen stellen bei 240 Grad Ober-Unterhitze für 50 Minuten mit Deckel und dann am Ende nochmal ohne Deckel. Ja, und das ist das Ergebnis. Das fertige Brot sieht super lecker aus. Es riecht unglaublich gut. Und ich habe es ja schon mal gemacht und es ist auch echt lecker. Und ich fahre jetzt zum Brunchen zu meiner Freundin mit diesem tollen Brot. Ich wollte euch ja noch die Ausbeute von meiner Glamour Shopping Week zeigen. Und einmal ist es dieses Parfum von meinem Liebling Carolina Herrera. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt. Ah, da steht es. Very Good Girl. Genau. Und ihr seht, es passt perfekt zu meinen anderen Parfums von ihr. Ich liebe sie. Dann habe ich ordentlich bei About You zugeschlagen. Gibt ja 15% während der Glamour Shopping Week. Und da habe ich mir einige Bounding-Sachen für Disney Bounds gekauft. Unter anderem diese gelben Sneaker. Ja, kaum zu glauben, aber gelbe Sneaker passen zu so vielen Disney Bounds. Und die hier von Tom Taylor waren gar nicht so teuer. Also ihr könnt damit Simba bounden, Belle, Schneewittchen, Winnie Pooh. Also wirklich unzählige Bound-Möglichkeiten mit gelben Sneakern. Deswegen habe ich mir die gekauft. Die haben am Ende jetzt nur noch 20 Euro gekostet. Deswegen vollkommen okay. Und das nächste Basic-Teil, welches ich mir zum Bounden gekauft habe. Ihr seht hinten meinen Hund am Essen. Ist dieser gelbe Rock. Erstmal könnt ihr den natürlich auch im Sommer tragen. Ich habe ihn jetzt einfach zu einem weißen Top kombiniert. Ist jetzt nicht das Schönste. Aber damit könnt ihr auch Schneewittchen bounden, Simba, Winnie Pooh, also Winnie Pooh mit einem roten Top, Schneewittchen mit einem blauen Top, mit roten Accessoires, Simba dann komplett gelb. Ihr könnt auch einfach ein Themen-T-Shirt anziehen. Ich habe zum Beispiel ein T-Shirt mit Belle. Passt auch super dazu mit Belle-Ohren. Also wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch mit einem gelben Rock. Der ist auch von About You, von der Eigenmarke, relativ günstig und ja. Ja, dann habe ich mir noch einen Rock in Blau geholt. Auch super viele Bounding-Möglichkeiten. Goofy mit einem türkisen Oberteil. Die blaue Fee, Stitch, Genie. Also auch, ja. Ein richtig schöner blauer Bounding-Rock ist auch von der Eigenmarke von About You. Und kann man natürlich auch im Sommer mit einer schönen weißen Bluse auch perfekt kombinieren. Es kommen in den nächsten Tagen noch einige andere Bounding-Sachen. Die zeige ich euch dann natürlich, ich weiß noch nicht, ob in diesem Vlog oder in einer der nächsten Videos. Ja, es ist endlich Wochenende und für mich geht es heute nach Saarbrücken. Mit Brina und Angie gehen wir zusammen ins Instagram-Museum, The Fancy Museum heißt das. Und ich möchte die Kamera ein bisschen mitnehmen und euch zeigen, wie das da so abläuft. Zeige euch jetzt auch gleich mein Basic-Outfit sozusagen. Und habe nur einige andere Jacken dabei, Ohren natürlich und noch ein paar Taschen.
zum Wechseln, aber insgesamt werde ich mich nicht umziehen, weil wir nur 2 Stunden haben. Und das ist immer sehr, sehr stressig. Ich werde mir vielleicht noch später die Haare anders machen. Ich habe es einfach mal geglättet. Vielleicht mache ich es ein bisschen nach hinten später. Genau. Aber ich zeige euch jetzt erstmal mein Basic-Outfit und dann mache ich mich auf den Weg nach Saarbrücken. Dein Instagram-Museum immer sehr, sehr viele Räume hat, sozusagen, oder Hintergründe, halte ich mein Outfit immer sehr, sehr schlicht. Also ich habe jetzt einfach eine, also das, was immer bleibt, ist die schwarze Hose, eine Leggings, die Schuhe und das Top. Und dann zum Drüberziehen immer andere Jacken, andere Taschen dabei. Aber das ist jetzt erstmal mein Basic-Outfit, was dann zu fast jedem Raum passt. Genau, so sieht mein Outfit dann aus. Und die späteren Outfits seht ihr dann vielleicht. Also die späteren Outfits seht ihr vielleicht später. Mal sehen, wie stressig es ist. Es ist schon immer stressig in einem Instagram-Museum. Aber es macht auch immer Spaß. Und ja, wir sehen uns in Saarbrücken. Und vielleicht gehen wir noch in den Primark. In Saarbrücken hat ja alles offen und man braucht einen negativen Test. Also, ne, ich habe einen Test dabei, so einen Schnelltest. Den machen wir dann vor Ort. Und vielleicht gehen wir sogar was essen in einem Restaurant. So was gibt es heutzutage. Mal sehen, was alles noch heute auf dem Plan steht. Aber ich nehme euch ein bisschen mit. So, wir sind jetzt hier im Fancy Museum angekommen. Für die Fotos darf man die Maske abnehmen. Ansonsten die Maske natürlich anhaben. Und ja, ich zeige euch mal die erste Kulisse. Angie. Ja, die Angie ist schon hier am Posen mit dem Fleischkäse, gesponsert von Globus. Ihr seht es hier. Sehr witzig. Und da hinten gibt es noch einige andere Kulissen. Gibt's noch so ein Diner. Es gibt natürlich auch Umkleidekabinen, wo man sich dann gegebenenfalls umziehen kann. Jetzt gibt es noch so eine Höhle mit Flamingos und Federn. Wir haben es jetzt zu Primark geschafft. Die Läden haben nämlich in Saarbrücken offen. Und ich zeige euch jetzt, was es hier so alles von Disney gibt.
Ich bin wieder zu Hause angekommen. Es ist schon super spät. Ja, es war sehr, sehr anstrengend. Man ist gar nicht mehr so gewohnt, so lange unterwegs zu sein. Aber es war dann auch ein ganz besonderer Tag, mal was komplett anderes seit einigen Monaten. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was ich im Primer gekauft habe, ist einmal hier dieses künstliche Pflänzchen. Diese Tasche. Und noch diese Strandtasche. Genau. Brina hat mir aber noch vor einigen Wochen noch was aus dem Primark mitgebracht. Das zeige ich euch aber alles dann im April-Haul. Also denkt dran, zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken. Und ja, damit verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Wenn euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn ihr Fragen zum Insta-Museum habt, einfach unten in die Kommentare. Tschüss!